genehmigungsfähig. Allerdings, es schien aufgrund externer Prüfergebnisse zunächst eine realistische Chance zu bestehen, durch Modifikation an der Anlage hohe Umbaukosten zu vermeiden. Der Aufsichtsrat hat nach Abwägung aller seinerzeit zur Verfügung stehenden Informationen diese Option mitgetragen. Im Nachhinein müssen wir klipp und klar sagen, unsere Einschätzungen nach damaligem bestem Wissen haben sich nicht bewahrheitet. Und damit waren unsere Ambitionen hinsichtlich des angepeilten neuen Eröffnungstermins am 27. Oktober dieses Jahres zu hoch. In den letzten Wochen und Monaten wurde viel über die Funktion, über die Aufgaben eines Aufsichtsrates gesprochen und über die Eigenschaften, die seine Mitglieder mitbringen sollten. Dass das sehr unterschiedlich ist, konnte man gestern Abend in einer Fernsehsendung bei dem gelobten Projekt in London hören, der gesagt hat, Sie haben Ihren Aufsichtsrat nur einmal im Jahr informiert über das, was Sie getan haben. Es gibt also da sehr große Unterschiede in der Herangehensweise. Diese Diskussion ist aber legitim, denn kritische Fragen zu stellen, gehört zu den Aufgaben der Medien und auch der Opposition. Und meine Damen und Herren, Sie dürfen mir glauben, auch ich selber habe mir diese Fragen gestellt, klar und deutlich. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, nicht weniger, sondern mehr Verantwortung wahrzunehmen. Sie wissen, das Projekt des Flughafens Berlin-Brandenburg, und das geht ja nicht nur mir so, aber mir auch, liegt mir persönlich am Herzen. Und deshalb schmerzt mich diese aktuelle Situation auch außerordentlich. Aber ich sage genauso deutlich und klar, ein Ministerpräsident hat seinem Land und den Bürgern dann zu dienen, gerade dann, wenn die Zeiten schwierig wären. Alles andere wäre mit meinem Amtsverständnis nicht vereinbar und deshalb werde ich das tun. Und ich sage genauso deutlich, es gibt zweifellos etliches wieder gut zu machen. Und als Vorsitzender des Aufsichtsrates will ich genau das mit vollem Einsatz tun. Und dabei ist mir zunächst ein übergeordnetes Anliegen ganz besonders wichtig. Ich werde die Geschäftsführung, die ja dann in Teilen neu ist, sein wird, energisch dabei unterstützen, dass unter den Beschäftigten des Unternehmens wieder ein Klima des Vertrauens heranwächst. Das haben wir derzeit deutlich nicht. Daran hat es in der Vergangenheit gemangelt und auch das war Grund für manche ungute Entwicklung. Was wir gemeinsam hinbekommen wollen, wird uns nur in einem Betriebsklima gelingen, in dem Kooperation, gegenseitiger Respekt, fairer Umgang miteinander und insgesamt ein Geist des gemeinsamen Anpackens herrscht. Nicht des gegenseitigen Anpackens, des Gemeinsamen. Ich will so schnell wie möglich erreichen, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Berliner Flughäfen wieder mit Stolz auf ihr Unternehmen blicken und mit Freude früh zur Arbeit kommen und bei der Arbeit sind. Wir ziehen alle am selben Strang und zwar in dieselbe Richtung. Das muss ab sofort das Motto beim Bau des Flughafens BER werden, meine Damen und Herren. Und dieser Geist des gemeinsamen Zupackens muss alle Beteiligten erfassen. Die vielen am Bau unseres neuen Flughafens beteiligten Unternehmen sowie auch die drei Anteilseigner. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals in Erinnerung bringen, dass der Bund, dass die Bundesregierung ebenso in der Verantwortung stand, steht und stehen würden wie die beiden Länder Berlin und Brandenburg. Das ist manchmal aus dem Blick geraten, meine Damen und Herren. Deutsche Ingenieurkunst ist zu Recht in der ganzen Welt berühmt und hoch geachtet. In diesem Sinne stehen auch diese Unternehmen in der Pflicht. Ob Handwerksbetriebe oder Weltkonzern, nur wenn jetzt alle zusammenrücken, werden wir diesen Karren wieder flott kriegen. Die kontinuierliche Arbeit an diesem neuen Teamgeist ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Darüber hinaus werden es zunächst 5 ganz konkrete Veränderungen sein, die ich bewirken will, sofern der Aufsichtsrat sich am Mittwoch entscheidet, dass ich den Vorsitz übernehmen soll. Die erste Veränderung betrifft den Aufsichtsrat selbst. Der Flughafen, meine Damen und Herren, ist ein Projekt der öffentlichen Hand. Deshalb leuchtet die Idee nicht ein,
Die Erlösung aus der Misere hänge davon ab, dass ein unabhängiger Wirtschaftsexperte an der Spitze des Aufsichtsrates steht. Der Aufsichtsrat muss vielmehr gerade abhängig sein. Er muss nämlich abhängig sein von den Interessen, für die dieser Flughafen steht, und das sind die Interessen der Bundesländer Berlin, Brandenburg sowie der Bundesrepublik Deutschland. Das will ich hier mal ganz klar und deutlich sagen. Und deshalb bedarf es einer politisch legitimierten Aufsicht. Ich sehe mich in der Pflicht, diese Aufsicht mit aller nötigen Umsicht auszuüben. Zugleich bin ich mir der Unterstützung der beiden Aufsichtsratsmitglieder aus Brandenburg, Helmut Markow und Ralf Christoffers, absolut gewiss. Klar ist aber, dass der Aufsichtsrat um weiteren technischen und betriebswirtschaftlichen Sachverstand verstärkt werden muss, und zwar möglichst, ich sage möglichst, weil wir haben schon bei den Gesprächen gemerkt, man steht nicht gerade an, um ein solches Mandat zu bekommen, um solche Fachleute, die an solchen oder ähnlichen Projekten schon mitgewirkt haben. Ich werde nach Übernahme des Amtes als Vorsitzender gemeinsam mit Berlin und dem Bund zügig einen Vorschlag unterbreiten, wie wir genau den Aufsichtsrat um diesen Sachverstand ergänzen können. Der zweite Punkt, den ich als Vorsitzender ändern werde, ist die Struktur der Geschäftsführung. Die Verantwortlichkeiten, das haben die vergangenen Jahre und Monate gezeigt, sind hier nicht klar genug geregelt. In Zukunft sollen drei Geschäftsführer mit einer klaren Hierarchie die Fluggesellschaft leiten. Anders als bisher wird einer von ihnen als Vorsitzender oder Vorsitzende der Geschäftsführung die Generalverantwortung tragen. Dabei gehe ich davon aus, dass wir in der Sitzung des Aufsichtsrates am kommenden Mittwoch einen Antrag auf Abberufung von Herrn Schwarz als Geschäftsführer diskutieren werden. Als dritte wesentliche Änderung will ich eine transparentere Informationspolitik durchsetzen. Dazu gehört es, sowohl Sie als Abgeordnete als auch die Öffentlichkeit regelmäßig und zeitnah über alle Vorgänge zum Flughafenbau zu informieren. Ich begrüße ganz ausdrücklich die Initiative der drei Fraktionen für einen solchen BER-Ausschuss. Wir werden regelmäßige Gespräche mit den Bürgermeistern der betroffenen Kommunen führen und sie in die relevanten Themen einbeziehen, wobei ich glaube, in dieser Hinsicht war schon bislang wahrlich nicht alles schlecht. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates will ich ferner ein neues Berichtswesen installieren, um den kontinuierlichen Informationsfluss zu gewährleisten. Aber auch außerhalb der Sitzung des Aufsichtsrates will ich fortlaufend und im Detail über alle relevanten Themen rund um die Inbetriebnahme diskutieren und informiert werden. Deshalb werde ich einen regelmäßigen, wöchentlichen Besprechungstermin einführen, bei dem ich mit der Geschäftsführung und den Mitgliedern der Landesregierung, die sich mit den Themen BER befassen, alle bedeutsamen Themen erörtern will, voraussichtlich jeden Dienstag nach der Kabinettssitzung. Zu einer veränderten Informationspolitik gehört es für mich aber auch, jetzt nicht unmittelbar einen neuen Termin für die Eröffnung zu benennen. Erst müssen wir auf der Grundlage aller Fakten einen wirklichen Gesamtüberblick gewonnen haben, meine Damen und Herren. Viertens werde ich als Vorsitzender des Aufsichtsrates der FBB nicht nur die Themen rund um den Flughafenbau bearbeiten, sondern ich werde mich mit Nachdruck auch darum kümmern, und das wird für die nächsten Monate und Jahre ein hochwichtiges Thema werden, dass der Betrieb in Tegel und Schönefeld stabil und kundenfreundlich gestaltet werden kann. In Tegel müssen die notwendigen Investitionen getätigt werden, um diesen Standort arbeitsfähig halten zu können. Solange wir noch auf Tegel angewiesen sind, um die Passagierströme der Hauptstadtregion zu bewältigen, soll und muss das auch ordentlich und in einem entsprechenden Ambiente und Qualität passieren. Das gebietet übrigens schon der Respekt vor den dortigen Mitarbeitern, von denen ich vorhin schon sprach, die unter schwierigen Bedingungen sehr gute Arbeit leisten. Auch am Altstandort Schönefeld sind noch Investitionen erforderlich, wenn auch in geringerem Umfang. Diese wichtigen Aufgaben werden also weiterhin auf der Agenda stehen. Fünftens schließlich muss, und das nicht als letztes, sondern als eines der ganz wichtigen Themen, das Thema Lärmschutz und Akzeptanz in der Region in Zukunft im Aufsichtsrat im Zentrum auch der Aufmerksamkeit und der Debatten stehen. Es geht um den Interessenausgleich zwischen den betroffenen Anwohnern, den jährlich 25 Millionen Passagieren pro Jahr, den betriebswirtschaftlichen Zielen des Flughafens
und dem Allgemeinwohl, das dahinter nicht zurückstehen darf. Meine Damen und Herren, das Schallschutzprogramm wird und muss konsequent und in hoher Qualität umgesetzt werden. Und auch das Volksbegehren haben wir nicht nur mit Respekt zur Kenntnis genommen, sondern wir werden uns mit dem Anliegen auch intensiv auseinandersetzen und Antworten suchen. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen als Sechstes mitteilen, dass es eine Änderung auch in der inneren Organisation der Landesregierung geben wird. Darüber haben wir gestern Abend noch besprochen. Staatssekretär Brettschneider, dem Hause ja bekannt, wird in die Staatskanzlei wechseln und wird dort eine Arbeitseinheit führen für die Zeit, bis der Flughafen in Ordnung gekommen ist, die sich ausschließlich mit dem Thema Flughafen, Flugwesen und Flughafenbau beschäftigt. Auch durch diese Entscheidung wollen wir dazu beitragen, dass dieses wichtige und große Projekt jetzt endlich auf ein gutes Gleis auch kommt. Meine Damen und Herren, Verantwortung für den Bau unseres neuen Flughafens Berlin-Brandenburg habe ich bislang schon wahrgenommen. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass ich noch mehr Verantwortung wahrnehmen muss. Ich will auf diese Weise mit all meiner Kraft dazu beitragen, dass der Bau unseres neuen Flughafens doch noch glücklich zu Ende gebracht werden kann. Und mir ist dabei vollauf bewusst, ich verbinde mein politisches Schicksal mit dem Gelingen dieser Aufgabe. Das ist der Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe. Dazu brauche ich den Rückhalt des Landtages und der gewählten Abgeordneten. Und dafür bitte ich als Ministerpräsident des Landes Brandenburg um Ihr Vertrauen. Ich danke Ihnen.